Hallo YouTube! Heute melde ich mich mit einem Video zum Thema seltene Erkrankungen. Am 28. Februar ist Tag der seltenen Erkrankungen und das diesjährige Thema des Rare Disease Days ist Show Your Rare. Und deswegen möchte ich euch ganz kurz etwas zu meiner Krankheit berichten. Wie vielleicht ein paar von euch wissen, meine Krankheit heißt Morbus Still und gilt als eine der sehr seltenen Erkrankungen. Ich habe hier einen Zettel, um euch ein bisschen was davon zu erzählen. Entdeckt wurde meine Krankheit 1971, beziehungsweise das erste Mal beschrieben. Die Hauptsymptome sind Fieber, hohe Entzündungswerte, Gelenkschmerzen und eine rötliche Hautverfärbung, wobei sich da manche Ärzte uneinig sind und oftmals entdeckt man diese rötliche Hautverfärbung gar nicht und sie bleibt unbeachtet. Bei mir hat die Diagnose fast 5 Jahre gedauert, denn anfangs wurde es einfach als eine rheumatische Systemerkrankung bezeichnet. Das heißt, der ganze Körper ist beteiligt, es betrifft meinen Bewegungsapparat, es ist entzündlich und es ist chronisch und es betrifft das ganze System. So, das ist eigentlich nur eine Beschreibung von Symptomen und Morbus Still ist dann aber, gibt dem Ganzen dann einen Namen, was es auch nicht sehr viel besser macht, finde ich, denn eigentlich ist es egal. Jeder Mensch sollte gleich behandelt werden, ob seine Diagnose aus Symptomen besteht oder aus einem Namen. Nur, es macht wirklich einiges einfacher, wenn man dem Kind einen Namen geben kann. Zum Beispiel bei Behörden oder im Krankenhaus oder so. Das verstehen die Leute dann besser, wenn ich sage, ich habe Morbus Still, das ist was Seltenes, dann ist mir so, okay, da müssen wir vorsichtig sein. Und ich sage, ich habe eine rheumatische Systemerkrankung, da können viele nichts damit anfangen. Aber zurück zum Thema sehr seltene bzw. seltene Erkrankungen. Ja, Morbus Still gehört da dazu, gehört zwar zum Rheuma an sich, aber in dieser Kategorie Rheuma gibt es viele Erkrankungen, die gehäuft vorkommen, also häufig sind, viele Patienten haben und dann gibt es ein paar so seltene Formen und da gehöre jetzt ich dazu mit Morbus Still und da gibt es dann ungefähr einen Betroffenen in 100.000 beziehungsweise manche anderen Quellen sagen 1 bis 10 in 1 Million. Ja, sehr selten also und deswegen freue ich mich, dass es den Rare Disease Day gibt, der darauf aufmerksam macht, dass nicht jede Krankheit, nur weil man sie nicht kennt, nicht weniger wert ist, beziehungsweise nicht weniger schlimm. Und auch der darauf aufmerksam macht, dass auch seltene Erkrankungen Forschung brauchen und nicht nur die, die auch die breite Masse normalerweise haben. Wir Seltenen, wir brauchen auch Forschung und Heilung. Also, ja. Noch ein paar Fakten über seltene Erkrankungen. Also in Europa gilt eine Erkrankung dann als selten, wenn weniger als einer von 2000 Menschen betroffen ist. Es gibt auf jeden Fall über 6000 verschiedene seltene Erkrankungen. Das ist sehr viel eigentlich. Nicht jeder Arzt kennt alle 6000 seltenen Krankheiten. Das kann nicht gehen. Es gibt über 300 Millionen Menschen, die von einer seltenen Erkrankung betroffen sind. Also insgesamt bilden die seltenen Erkrankungen doch wieder eine sehr große Gruppe. Ich werde auf jeden Fall bei dieser Aktion mitmachen. Show Your Rare. Ich verlinke euch das Video von ihnen. Ich finde es total cool. Die hatten da so Neon Body Paint im Gesicht und das leuchtet dann so cool. Sieht richtig toll aus. Ich finde es total cool, dass es diese Aktion gibt. Ich finde es toll, dass es diese Organisation gibt, die Menschen mit seltenen Erkrankungen miteinander verbindet, vermittelt, in der Forschung involviert ist und aufklärt. Und ich finde das sehr unterstützenswert und sehr toll. Und deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr dieses Video fleißig teilt und mitmacht. Keine Angst, es kommen auch wieder Basteltipp-Videos. Da bin ich aber noch nicht fertig. Und ja, also mein Kanal ist eigentlich immer noch ein Bastel-, Nageldesign, bla bla bla.
Kanal, aber mir ist das Thema Rheuma halt eben sehr wichtig, weil ich selbst betroffen bin. Und deswegen gibt es auch Phasen, wo mehr solche Videos kommen. Es kommen aber auch wieder andere Videos. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr mich abonniert, wenn ihr das noch nicht getan habt. Und ja, bis zum nächsten Video. Vielen Dank, wenn ihr bis jetzt dran geblieben seid und wenn ihr das Video teilt. Ich freue mich über einen Daumen hoch und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!